Und sie locken ihren Hells Angels-Kollegen, ihren Rockerbruder, heimtückisch in eine Falle, schießen ihm von hinten in den Kopf, zerstückeln seine Leiche und werfen die einbetonierten Teile dann in Kanal und Rhein. Heute beginnt der Prozess. 6 Rocker stehen wegen Mordes, Mordversuchs und Strafvereitelung vor dem Landgericht in Duisburg. Hier noch einmal der ganze Fall. Ein mutmaßlicher Mörder auf der Flucht. Ramin Yekta Parast. Er verhöhnt deutsche Fahnder und auch seine Opfer auf Instagram. Für seine 122.000 Follower postet der 33-Jährige dreist Videos und Fotos, in denen er sich im Iran stolz in Freiheit zeigt. Dann ein Ausschnitt aus dem Film Forrest Gump, in dem Forrest wegläuft. Dazu Yekta Parast, das nennt sich auf der Flucht sein. Es folgt ein Foto im Liegestuhl unter Wasser. Das ist Abtauchen. Und das ist noch nicht alles. Am Ende der Protzrocker-Insta-Story ein Video, in dem der Hells Angel breitgrinsend mit Sonnenbrille im Liegestuhl am Pool liegt. Dazu schreibt er, und wie nennt sich das? Als wolle er damit sagen, ich bin nicht auf der Flucht, ich bin nicht abgetaucht, ich genieße mein Leben. Das geht auch nur, weil der Iran eigene Landsleute nicht ausliefert. Weitere Videos auf seinem Instagram-Account zeigen ihn mit seinem Lamborghini posen. Einmal brät er auf dem heißen Motor ein Spiegelei. Wohl um allen zu zeigen, was er für ein toller Kerl ist. Sein ganzer Körper ist tätowiert. Neben üblichen Hells Angels-Symbolen ziert auch ein Hakenkreuz seinen Oberarm. Gefahndet wird nach Yekta Parast wegen des Mordes an Kai M. im Jahr 2014, dessen Leichnam zerstückelt im Rhein gefunden wurde. Bildreporter Frank Schneider war vor Ort dabei. Für uns begibt er sich nochmal auf Spurensuche an die verschiedenen Auffindeorte der Leichenteile. Nach Aussagen des Kronzeugen und auch nach Ansicht der Ermittler der Mordkommission hier in Duisburg fuhren die Täter damals genau in diesem Bereich mit ihrem Auto. Und dann gingen sie mit den Leichenteilen, dem Torso und einem Arm des ermordeten Rockers zu dieser Brücke. Und dann trieben danach die Teile im Rhein-Preußen-Hafen im Wasser. Der Torso wurde später auch hier gefunden. Der Arm trieb in den Rhein hinaus und wurde dort am Ufer entdeckt. Im Februar 2014 wurde hier am Rheinufer das erste Leichenteil des ermordeten Rocker Kai M. gefunden. Es war sein Arm. Die Polizei wusste sofort aufgrund der Tätowierung, es handelt sich um einen Hells Angel. Eine Mordkommission wurde gebildet und die Ermittler gaben 7 Jahre lang nicht auf, diesen Fall endlich zu klären und haben nun endlich das Ergebnis und wissen, was damals hier passiert ist. Von dieser Brücke hier wurde der Torso in das trübe Wasser des Rhein-Preußen-Hafens geworfen. Deswegen erinnert bis heute hier diese Trauerstätte an den ermordeten Rocker Kai M. Seine Eltern haben es eingerichtet, man sieht mit einem Blumenherz, und auch ein Kreuz. Und sie sagen, sie sind endlich froh, dass dieser Mord aufgeklärt wird und hoffen jetzt, dass die beiden flüchtigen Täter auch noch gefasst werden. Der Kronzeuge führte die Ermittler der Duisburger Mordkommission zu dieser Brücke hier über den Rhein-Herne-Kanal. Er sagte, wir haben von dieser Brücke Betonklötze ins Wasser geworfen, darin sind die Leichenteile und auch der Kopf des ermordeten Rockers. Polizeitaucher rückten dann an, durchsuchten das Wasser des Rhein-Herne-Kanals und fanden dann, genau wie vom Kronzeugen beschrieben, die Betonklötze, darin die Leichenteile. Sie wurden obduziert und es war ganz klar, es sind die Leichenteile und der Kopf von Kai M. Und es war dann auch klar, Kai M. ist mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet worden. Die Brutalität der mutmaßlichen Mörder macht bei den Razzien den Einsatz von schwer bewaffneten SEK-Beamten und einem Rammpanzer nötig. Doch noch kann die Akte nicht geschlossen werden, denn 2 Männer sind noch immer auf der Flucht. Einmal Protzrocker Ramin Yekta Parast. Er soll ja die tödlichen Schüsse auf Kai M. abgegeben haben, denn er hatte ihn für einen Spitzel gehalten und als Präsident des Hells Angel Charter persönlich Rache genommen. Außerdem sein Clubkamerad Mustafa Hendem. Dieser wird wegen zweifachen Mordversuchs an einem verfeindeten Bandido und seiner Freundin im Jahr 2013 gesucht. Und den Fall begleitet von Beginn an unser Bildreporter Frank Schneider. Du stehst in diesen Minuten auch vor dem Landgericht Duisburg. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ein unfassbar brutaler Fall in Deutschland. Heute sind also 6 Hells Angels angeklagt. Was erwartest du heute von diesem Tag in Duisburg? Ja, erstmal zur Erklärung. Wir stehen mittlerweile im Gericht. Wir sind an einem Nachbarraum des großen Gerichtssaals, in dem in wenigen Minuten der Prozess beginnt. Und wir mussten hier in diesen Nachbarraum aus Gründen der Sicherheit, denn es herrschen sehr, sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen hier. Es werden alle Personen durchsucht, die in das Gebäude wollen. Man muss sich das vorstellen wie in einer Schleuse am Flughafen. Man muss durch einen Metalldetektorenrahmen. Überall ist Hundertschaft der Polizei um das Gerichtsgebäude. Man hatte große Befürchtungen, es könnte hier zu einem Auflauf von Rockern kommen. Das ist bislang ausgeblieben, möglicherweise, weil sie auch keine Lust auf diese Kontrollen haben. Vom ersten Prozess erwarten. Ja, es wird wahrscheinlich so sein, dass heute nur die Anklage verlesen wird. Und es wird Anträge geben der Verteidigung. Die Verteidiger haben eben schon gesagt, dass sie hier auf eine Konfliktverteidigung gehen.
Sie sagen, wir sagen erstmal gar nichts. Wir sagen auch noch nicht mal, ob Sie es waren oder nicht waren. Wir bestreiten die Tat nicht. Wir sagen einfach gar nichts und wollen doch mal sehen, ob diese Beweise der Staatsanwaltschaft überhaupt reichen, ob der Kronzeuge überhaupt reicht. Aber eins vergessen Sie dabei offenbar, der Kronzeuge hat die Polizei zu den Leichenteilen geführt. Wir haben es ja eben im Beitrag gesehen. Und da fragt man sich natürlich schon, woher soll er das gewusst haben, wenn er nicht eben auch bei der Tat dabei war? Der Hauptverdächtige ist immer noch auf freiem Fuß. Er zelebriert seine Freiheit in Videos, verhöhnt damit die deutsche Justiz. Wie gehen die Ermittler hier vor? Welche Schritte unternehmen sie? Ja, wie gesagt, er ist natürlich abgetaucht. Wir haben es im Beitrag gehört. Er sagt ja selber, ich bin nicht abgetaucht. Ich lebe sozusagen in Freiheit und genieße das Leben. Aber das kann natürlich schnell für ihn zu Ende sein. Der Iran liefert nicht aus, das ist richtig. Und auch in dem Fall des zweiten Hauptverdächtigen bei den Schüssen auf den Bandido, er lebt in der Türkei, wird auch nicht ausgeliefert. Aber gegen beide existieren internationale Haftbefehle. Und die Zielfahnder und auch das Bundeskriminalamt sind natürlich auf ihren Spuren. Sie gucken genau, was machen sie. Und sobald sie diese Länder verlassen, klicken die Handschellen, dann sind sie nicht mehr sicher. Und es ist ja auch die Frage, Mord verjährt nun mal nie. Sie können ihr Leben lang das Land nicht mehr verlassen. Und ob sie das wirklich durchhalten, irgendwann könnte es auch ein finanzielles Problem für sie werden. Denn irgendwann sind vielleicht auch die Ersparnisse sozusagen aus der Zeit als Rocker und aus den kriminellen Geschäften aufgebraucht. Und da muss man abwarten, was dann wirklich passiert. Ich habe eben übrigens auch noch kurz vor dem Prozess mit der Staatsanwältin sprechen können, Jill McKellar. Sie vertritt hier die Anklage. Und wir können uns ja mal eben anhören, was sie mir gerade noch wenige Minuten vor Prozessbeginn erzählt hat. Mhm. Frau McKellar. Heute beginnt das große Rocker-Verfahren. Was ist das Besondere an diesem Verfahren, an diesem Prozess? Ja, das Verfahren ist in vielerlei Hinsicht sehr besonders. In Fällen von versuchten oder auch vollendeten Tötungsdelikten kommt es in der Regel ja meistens nach wenigen Monaten nach der Tat schon zu einer Hauptverhandlung. Jetzt liegen die angeklagten Taten aber 8 Jahre zurück. Das sind 8 Jahre, in denen die Kriminalpolizei in Duisburg wirklich herausragende Ermittlungsarbeit geleistet hat, was nun hoffentlich in der Hauptverhandlung auch zur vollumfänglichen Aufklärung der Hintergründe der Taten oder Taten selbst natürlich führen wird. Was sind denn Ihre Erwartungen jetzt an den ersten Prozesstag und überhaupt an den Prozess? Ja, die Staatsanwaltschaft Duisburg ist sehr zuversichtlich, dass es auf Grundlage der Anklage zu einer umfänglichen Aufklärung des versuchten Tötungsdeliktes an dem ehemaligen Mitglied der Bandidos sowie des Mordes an Kai M. kommen wird. Mord verjährt bekanntlich nicht und die Hauptverhandlung wird sicherlich ein Signal setzen, dass sowohl die Ermittlungsbehörden als auch die Justiz alles dafür tut, auch lang zurückliegende Straftaten aufzuklären. Warum hat denn dieses Verfahren so lange gedauert und was hat dazu geführt, dass am Ende jetzt doch zum Prozess kommt? Ja, die angeklagten Taten sind beide Ausfluss des damals in Duisburg schwelenden Rockerkrieges. Und wie man sich denken kann, in dem Milieu gestalten sich Ermittlungen schwierig, weil Zeugen nicht mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten wollten. Im Fall des KIM ist es so, dass im 2019 dann der Durchbruch gelang, als ein Zeuge sich der Polizei offenbart hat. Und dank der wirklich sehr akribischen Arbeit der Polizei Duisburg ist es dann gelungen, diese Aussage auch mit weiteren Beweisen zu bekräftigen. Weshalb es dann letztlich im September 2021 zum Zugriff kam, als dann auch Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt werden konnten. Ja, und genau um diesen Kronzeugen wird es hier im Verfahren gehen. Er wird erst im August kommen, aber genau das wird der elementare Punkt sein. Reichen diese Aussagen von ihm, reichen diese Beweise, die die Polizei in Duisburg dann in jahrelanger kleiner Ermittlungsarbeit zusammentragen konnten, um am Ende die 6 angeklagten Hells Angels hier zu verurteilen? Und ob die Beweise reichen, erfahren wir letztendlich von dir. Du hältst uns weiter auf dem Laufenden aus Duisburg. Vielen Dank für den Moment, Frank Schneider.